Recentemente un funzionario delle Nazioni Unite ha definito la striscia di Gaza come l'epicentro di un violento terremoto. Kürzlich hat ein Vertreter der Vereinten Nationen den Gazastreifen beschrieben wie den Ort eines schweren Erdbebens. Confermando quello che io vado dicendo da mesi, vale a dire, Gaza pare veramente vittima di una catastrofe che io definisco innaturale. Damit sagt genau das, was ich auch seit Monaten behaupte, wenn ich sage, dass der Gazastreifen aussieht wie nach einer Katastrophe, aber einer unnatürlichen Katastrophe. Innaturale perché i terremoti che hanno fatto crollare migliaia di edifici, seppellendo sotto centinaia di civili, non sono stati causati da una forza naturale. Unnatürlich eben deswegen, weil das Erdbeben, was dort zugeschlagen hat und hunderte von Menschen unter den Trümmern begrub, eben nicht von einer natürlichen Kraft ausgelöst wurde. Ma dalla volontà cinica e deliberata di un esercito mosso da un governo, quello israeliano, di compiere una strage di civili, di massa. Sondern eben von dem zynischen Willen gelenkt war eines Heers und einer Regierung, die ganz bewusst ein Massaker unter der Zivilbevölkerung anrichten wollte. 1400 vittime. 1400 Opfer, Todesopfer. Secondo le maggiori organizzazioni per i diritti umani da Amnesty International e Human Rights Watch, l'85% di queste sono civili. Nach den Zahlen der zwei größten Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch und Amnesty International, sind 85% der Todesopfer zivile Leute gewesen. 420 bambini trucidati, più di 6.000 feriti. 420 getötete Kinder da waren bei diesen Toten dabei und mehr als 6.000 Verletzte. I media di massa occidentali in quel periodo ripetevano a pappagallo i comunicati diramati dai vertici militari israeliani. Die westlichen Medien haben in der Zeit aber eben nur papageienhaft immer wieder die Verlautbarungen wiederholt, die von den israelischen Militärspitzen herausgegeben worden waren. Questa propaganda dichiarava bombardamenti mirati a ipotetiche basi terroristiche di Hamas. Mit dieser Propaganda wurde immer wieder beteuert, dass durch die Beschießung nur terroristische Zellen der Hamas vernichtet werden sollten. Mentre noi, io e i miei compagni dell'International Solidarity Movement eravamo testimoni di tutt'altro. Während wir vom International Solidarity Movement Zeugen von völlig anderen Vorgängen waren. Vale a dire bombardamenti a moschee. Also zum Beispiel Bombardierung von Moscheen. Mercati, scuole. Märkte und Schulen. Centinaia di edifici di infrastrutture civili. Hunderte von zivilen, also zivil genutzten Gebäuden. Ospedali, ambulanze. Krankenhäuser und Krankenwagen. Le scuole delle Nazioni Unite adibiti a campi profughi. Die Schulen der Vereinten Nationen und die Flüchtlingslager. Alla fine addirittura la sede delle Nazioni Unite. Am Ende wurde sogar der Sitz der Vereinten Nationen in Gazastreifen beschossen. Quando l'aviazione israeliana ha colpito la sede delle Nazioni Unite riducendo in cenere centinaia di tonnellate di aiuti umanitari destinati ai profughi palestinesi. Und als der UN-Sitz beschossen und zerstört wurde, gingen damit auch viele Tonnen von Hilfsmitteln, die für die palästinensischen Flüchtlinge gedacht waren, mit in Flammen auf. Olmert, capo del governo israeliano, si è formalmente scusato con Ban Ki-moon, capo delle Nazioni Unite. Olmert hat sich daraufhin offiziell bei Ban Ki-moon, also dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, entschuldigt. Ha parlato di un errore. Er sprach von einem Fehler. Peccato che Olmert non si è mai scusato con nessuno dei genitori dei 420 bambini uccisi. Schade, dass Olmert nicht einmal ein Wort des Entschuldigens dafür für die Eltern der 420 getöteten Kinder gefunden hat. Evidentemente non si è trattato di un errore. Offensichtlich hat sich dabei ja nicht um einen Fehler gehandelt. Com'è la situazione adesso, Gaza? Wie präsentiert sich die Situation jetzt in Gaza? Platone diceva che solo i morti hanno visto la fine della guerra. Platon hat mal gesagt, dass nur die Toten das Ende eines Krieges sehen.
In effetti, per i sopravvissuti di Gaza è una continua battaglia per la sopravvivenza. Und tatsächlich ist das Leben für die Überlebenden jetzt im Gazastreifen einfach nur der Kampf ums Überleben. Secondo l'UNICEF, prima del 27 dicembre, l'inizio dei bombardamenti israeliani, l'80% della popolazione viveva prettamente di aiuti umanitari. Nach den Zahlen der Vereinten Nationen lebten vor diesem Angriff 80% der Bevölkerung auf der Basis der humanitären Hilfsmittel, die geschickt wurden. Dopo soli 22 giorni questa percentuale è lievitata all'88%. Nach diesen 22 Tagen ist die Zahl von 80 auf 88% hochgeschnellt. Le cicatrici sulla striscia di Gaza sono evidenti a tutt'oggi, a distanza di mesi dal massacro. Die Wunden dieses Massakers sind auch jetzt nach knapp 9 Monaten immer noch sehr gut zu sehen. 21.000 edifici civili danneggiati o distrutti. 21.000 Gebäude ziviler Nutzung, die also zum Teil ganz zerstört wurden oder eben schwer beschädigt. Più di 50.000 senza tetto. Über 50.000 Leute wurden obdachlos. Visitando alcune zone, specie a nord della striscia, come Jabalia, Abed Rabbo e Zaytun. Als ich Stellen im Norden des Gazastreifens besucht habe, speziell Jabalia, Abed Rabbo und Zaytun. Ma anche a est di Khan Yunis. Aber auch im Osten von Khan Yunis. Si può notare che molti di questi senza tetto vivono a tutt'oggi in tendopoli. Und dort kann man eben sehen, dass sehr viele dieser ausgebombten, sag ich mal, immer noch bis heute in Zeltstätten leben. Una scena che richiama drammaticamente alla memoria quella che è stata la Nakba, la catastrofe palestinese. Eine Szene, die leider Gottes sehr an die Al-Nakba, die palästinensische Katastrophe von 48-49 erinnert. Quando nel 1948 centinaia di migliaia di palestinesi furono cacciati dalle loro terre. Als Hunderttausende von Palästinensern von ihren Ländereien und aus ihren Häusern vertrieben wurden. E dovettero cercare di costruirsi una vita proprio così, accampati in tendopoli, in campi profughi. Und dazu gezwungen wurden, sich ein neues Leben aufzubauen, genau in dieser Art von Zeltstätten. Ieri come allora, questi profughi dei profughi non hanno una chance, non hanno la possibilità di vedersi restituite le case distrutte. Und damals wie heute haben diese Flüchtlinge überhaupt keine Chance, jemals wieder ihr Eigentum restituiert zu bekommen oder ein Haus wieder zurückzubekommen, was ihnen weggenommen oder zerschossen wurde. Questo perché dovete sapere, si parla tanto di ricostruzione a Gaza, ma la ricostruzione è rimasta solo sulla carta. Es wird zwar sehr viel von Wiederaufbau im Gazastreifen geredet, aber dieser Wiederaufbau findet nur auf dem Papier statt. Questo perché Israele impedisce l'entrata all'interno della striscia dei materiali per la ricostruzione. Was daran liegt, dass Israel die Einfuhr von allen Gütern, die für den Aufbau benötigt würden, verhindert. Israele impedisce l'entrata del cemento con la scusa che i palestinesi col cemento ci costruirebbero i tunnel al confine con l'Egitto, a Rafah. Die Einfuhr zum Beispiel von Zement ist verboten, weil, so behauptet eben Israel, damit ja nur wieder neue Tunnel bei Rafah gebaut werden würden. Fra parentesi, i tunnel sono stati l'unica salvezza che hanno permesso a una popolazione di 1,5 milioni di persone di sopravvivere a 3 anni di assedio. Nebenbei bemerkt, waren diese Tunnel die einzige Möglichkeit für 1,5 Millionen Menschen, sich während dieses seit drei Jahren andauernden Belagerungszustandes mit lebenswichtigen Sachen wie Medikamente oder auch Nahrungsmittel zu versorgen. Israel impedisce anche l'entrata del ferro. Israel hat auch die Einfuhr von Metall verboten, Eisen. Perché secondo gli israeliani col ferro palestinese ci costruirebbero i famigerati razzi Kassam. Weil nach israelischer Ansicht mit Metallen eben nur wieder neue Kassam-Raketen zusammengebaut werden. Bene ricordare un dato, dal 2002 a oggi ci sono stati 20 morti israeliani per chiamiamoli razzi Kassam. Nur nochmal zur Verdeutlichung, seit 2002 bis heute hat es durch die Kassam-Raketenabschüsse 20 Tote gegeben auf der israelischen Seite. Il 27 dicembre in mezz'ora abbiamo avuto 250 morti a Gaza. Am 27. Dezember hatten wir innerhalb von einer halben Stunde
250. 250 Tote. Israele impedisce anche l'entrata del vetro, ragazzi. Israel hat auch die Einfuhr von Fensterglas verboten. Ma non chiedetemi che scusa campi, perché non lo so. Aber die Entschuldigung dafür ist sie nicht bekannt. Fatto sta che visitando i principali ospedali lungo la striscia, penso allo Shifa, a Gaza City. Fakt ist, dass wenn er die Krankenhäuser besucht, speziell das Al-Shifa in Gaza City, dove c'erano delle finestre che sono esplose per i bombardamenti, a distanza di 9 mesi sono ancora stesi dei teli di nylon. Wo in den Fensterhöhlen, die, in denen das Glas durch die Bombenexplosion geplatzt, zersprungen ist, nach wie vor bis heute Plastikbanden eingespannt sind. Per me, italiano di sinistra, è stato paradossale sfilare alla dimostrazione, alla marcia del 1° maggio, la festa dei lavoratori, con le organizzazioni di sinistra palestinesi. Für mich als linken Italiener war es eine sehr schräge Situation, am 1. Mai zusammen mit den Arbeiterorganisationen der Palästinenser an dem Maimarsch teilzunehmen. Sfilare alla festa dei lavoratori in una siciliana dove il 70% degli abitanti è disoccupato. Das war ein Fest der Arbeiter in einem Landstrich, wo 70% der Bevölkerung arbeitslos sind. Dopo 3 anni di assedio, di chiusura dei valichi per volontà criminale israeliana, weil durch die Schließung der Grenzübergänge durch die Israelis, l'economia di Gaza è collassata. Ist die Wirtschaft im Gazastreifen völlig zusammengebrochen. 95% delle industrie hanno dovuto chiudere. 95% der Industrien sind mittlerweile stillgelegt. Come si sopravvive a Gaza? Wie kann man also in Gaza heute überleben? Teoricamente ci sarebbero questi aiuti umanitari. Theoretisch gäbe es ja die humanitären Hilfsgüter. Le Nazioni Unite dichiarano che Gaza necessiterebbe di 500 camion di aiuti al giorno. Die Vereinten Nationen haben berechnet, dass zur Ernährung der Bevölkerung im Gazastreifen pro Tag 500 Lastwagen einfahren müssten, also eingelassen werden müssten in den Gazastreifen. Israele ne permette l'entrata di un centinaio solo, ma non tutti i giorni. Israel erlaubt aber maximal 100 Lastwagen die Einfahrt täglich und das auch nicht immer. C'è un'economia di sussistenza a Gaza. Es gibt also im Augenblick nur noch die Subsistenzwirtschaft. Ed è rappresentata dalla pesca e dall'agricoltura. Die wird vor allem repräsentiert durch die Fischerei und die Landwirtschaft. Ebbene, veniamo ai pescatori. Schauen wir uns also mal die Fischer an. Nonostante le leggi internazionali dichiarino a 20 miglia dalla costa di Gaza acque a sovranità palestinese, obwohl internationale Gesetze 20 Seemeilen vor der Küste die Gewässer zum palästinensischen Hoheitsgebiet erklären. A tutt'oggi i pescatori palestinesi non possono andare oltre le 2 miglia. Also nichtsdestotrotz können die Fischer heute nur bis zu 2 Meilen entfernen. Questo per un limite unilaterale illegale imposto da Israele in chiave di punizione collettiva. Und das auf der Basis eines willkürlich und einseitig verhängten Weiterfahrverbots durch die Israelis. Pescatori palestinesi sono costretti ad andare oltre 2 miglia, giacché le acque vicino alla costa sono molto inquinate dopo che sono stati bombardati in impianti fognari. Die Fischer sind aber gezwungen, weiter als di pesce wegzufahren, sich weiter als 2 Meilen zu entfernen vom Festland, weil das küstennahe Gewässer durch die Zerstörung der Kanalisation sehr stark belastet ist und fischarm. Quando lo fanno, e devono farlo, perché questi pescatori devono in qualche modo sfamare le loro famiglie. Und wenn sie das tun, und sie müssen das tun, weil sie ja ihre Familien und auch andere eben ernähren müssen. Questi rudimentali pescherecci di legno vengono assaltati dalle navi da guerra israeliane. Dann werden diese Schaluppen, das sind ja keine richtigen stabilen Boote, sind ja aus Holz, altertümliche Boote, von den israelischen Soldaten angegriffen und beschossen. E sparano con l'intento di danneggiare le imbarcazioni. Geschossen wird dann mit der Absicht, die Schiffe zu beschädigen. Ferire i pescatori.
die Fischer zu verletzen. E talvolta ucciderli. Und manchmal auch sie zu töten. Come attivisti per i diritti umani dell'International Solidarity Movement accompagniamo i pescatori palestinesi al largo nelle loro legittime acque. Und als Aktivisten der in des International Solidarity Movement begleiten wir also wieder in der menschlichen Schutzschilde die Fischer raus aufs Meer. Ci poniamo come scudi umani. Also wir stellen uns dorthin als menschliches Schutzschild. E contemporaneamente documentiamo i crimini che avvengono al largo delle coste di Gaza. Und gleichzeitig videodokumentieren wir halt die Verbrechen, die dort in den palästinensischen Gewässern durchgeführt werden. Questo è un breve esempio di ciò che accade tutti i giorni, a tutte le ore, al largo delle coste di Gaza. Was wir jetzt sehen, ist ein kleines Beispiel für das, was dort täglich abläuft. Israel hat willkürlich nach dem Ende dieses Krieges 500 Meter innerhalb des palästinensischen Gebietes zur militärischen Sperrzone erklärt, entlang des gesamten Streifens. Immaginatevi cosa significa 500 metri in una striscia di terra che in alcune parti è largo, per meglio dire stretta, solo 5 km. Man muss sich also nur mal vorstellen, was 500 Meter ausmachen in einem Streifen Land, der an manchen Stellen nur 5 Kilometer breit oder schmal ist. In questi 500 metri ci sono migliaia di palestinesi che ci vivono e se non ci vivono, ci sopravvivono. Von diesen 500 Metern Land leben bzw. überleben tausende von Palästinensern. Come questi contadini che per procacciare il necessario, per sfamare le famiglie, vanno nei loro campi. Und diese Bauern müssen also dort auch hingehen, um eben ihre Felder zu bestellen und ihre Familien zu ernähren. E devono farlo, specie che dopo il massacro il 60% dei campi coltivati è andato distrutto. Vor allem nochmal vor dem Hintergrund, dass eben durch diese Bombardierung 60% des kultivierbaren Landes verseucht worden sind. Come attivisti dell'International Solidarity Movement accompagniamo i contadini palestinesi, così come facciamo con i pescatori. Also ähnlich wie mit den Fischern begleiten wir auch hier die palästinensischen Bauern als menschliche Schutzschilde auf ihre Felder. Ci poniamo come scudi umani e documentiamo ciò che avviene. Und dokumentieren dabei eben mit Videos, was dort passiert. Quello che avviene adesso ve lo mostriamo. Und was dort passiert, wollen wir Ihnen jetzt hier zeigen. Vale dire, cecchini israeliani che si appostano oltre confine, ci osservano per un po'. Da gibt es
also dann diese israelischen Heckenschützen, die sich auf der anderen Seite des Zauns dann aufstellen und eine Weile dann beobachten. Dopo un anno che siamo a Gaza, noi internazionali sanno benissimo che siamo. Und nach einem Jahr unseres Aufenthaltes dort im Gazastreifen wissen die auch sehr genau, dass wir da sind. Sanno benissimo che sia noi che i palestinesi siamo civili disarmati. Sie wissen exakt, dass ebenso wie wir auch diese Palästinenser, mit denen wir dort sind, unbewaffnet sind. Infatti, come vedete dalle immagini, i soldati pacificamente scendono dai loro mezzi corazzati. Man kann es in dem Video auch gut sehen, dass die Soldaten tatsächlich aus freien Stücken aus ihren Wagen, aus ihren gepanzerten Wagen aussteigen. Se avesse un solo sospetto che qualcuno di noi armato non lo farebbe mai, non scenderebbe dai mezzi. Und wenn sie auch nur den kleinsten Verdacht hätten, dass irgendwer von uns Waffen bei sich hat, dann würden sie niemals ihre Wagen verlassen. Questo è un semplice esempio di ciò che avviene tutti i giorni. Also noch ein kleines Beispiel dessen, was täglich dort abläuft. Vicino al confine per i contadini palestinesi. In der Nähe der Grenze für die palästinensischen Bauern. Hier sieht man auch mal ganz schön, wie weit von der Nähe ist. Heißt die Kanyonis. Das ist im Osten von Kanyonis. Esserci una tregua in corso. Evidentemente l'esercito israeliano non è stato informato. Eigentlich sollte ja im Augenblick ein Waffenstillstand in Kraft sein, aber offensichtlich hat das israelische Militär davon niemand in Kenntnis gesetzt. Se è vero che dal 18 gennaio, dalla fine del massacro, 49 palestinesi sono stati uccisi. Seit dem Ende dieses Krieges sind im Gazastreifen 48 Palästinenser erschossen worden. Molti di questi si contano fra i contadini e i pescatori. Und viele von denen sind eben genau aus diesen beiden Berufsgruppen, nämlich Fischer oder Landwirt. Il 18 gennaio nessun israeliano è stato ucciso dai razzi Qassam. Seit dem 18. Januar ist aber nicht ein Israeli durch irgendwelche Qassam-Raketen umgekommen.
situation where families here are now in their car safe as they have to, because 15 families depend on this harvest. They don't have any choice. I'm just gonna keep talking. They've been born this morning in a family. A constant being mum for years, supporting their farmers, harvesting their crops peacefully. Somebody died in the last day. The army. We had some information that today somebody was. Okay. I'm going to try and not to die live on camera. Farmers have said that they don't leave when they feel it's too late. I'm just going to look around and see what they think about it. Okay, there's farmers here. Okay. Farmers are ready to go. Down the snow. Soldiers, we have no weapons. Please do not.
Un ulteriore breve video per dimostrare quanto i proiettili volano. Es gibt noch ein ganz kleines Video, wo man ziemlich genau sehen kann, wie nah diese Kugel um einen rumfliegen darf. In questo caso all'inizio del filmato sono io che tengo la telecamera e se sono qui fra voi è perché ho vinto un'ulteriore lotteria. In diesem Fall war ich es, der die Kamera hält am Anfang dieses Films und wenn ich heute hier sein kann, dann eben genau deswegen, weil ich... È importante evidenziare che queste riprese sono state fatte a maggio, in piena tregua in corso. Wichtig ist eben auch noch zu wissen, dass diese Aufnahmen im Mai gemacht wurden, also mit dem Waffenstillstand. Il ministro della difesa israeliano Barak definisce l'esercito israeliano il più morale del mondo. Der Verteidigungsminister Israels Barak bezeichnet das israelische Heer als das moralischste der Welt. Ne abbiamo qui una semplice riprova, no? Ist kein schwer zu verstehender Gegenbeweis hier, oder? Se non bastasse, l'ultimo filmato, l'epilogo di questa storia, di questa famiglia di beduini, Abu Hashish. Geschichte noch nicht reicht, haben wir jetzt noch ein anderes Beispiel für diese Moralität. Und zwar ist der Epilog der Geschichte der Familie Abu Hashish. Abu Hashish. Una famiglia di beduini a nord di Gaza, a nord di Jabalia. Eine Familie von Beduinen, die im Norden des Streifens bei Jabalia leben. Il figlio primogenito Ahmed sparisce. Der erstgeborene Sohn verschwindet einfach. Essendo Gaza la più grande prigione a cielo aperto del mondo,
Aber nachdem man weiß, dass der Gaza-Streifen das größte Freiluftgefängnis der Welt ist, nessuno può uscire, nessuno può entrare. Weiß man auch, dass dort niemand rein oder rauskommt. Quando qualcuno sparisce, significa che è stato ucciso al confine, al nord. Wenn also jemand verschwindet, dann bedeutet das in der Regel, dass er erschossen wurde, und zwar meistens in Grenznähe im Norden. Dove Ahmed era solito pascolare le sue bestie. Und dort, wo Ahmed auch damals wie gewohnt seine Tiere weidete. Per 52 giorni la famiglia Abu Ashish ha chiesto alla Croce Rossa Internazionale un coordinamento con l'esercito israeliano per andare a recuperare il figlio morto. Für 52 il cadavere del figlio. Also, für 52, also während 52 Tagen versuchte die Familie nach diesem Verschwinden in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz eine Vereinbarung mit dem israelischen Heer herzustellen, um nach diesem Körper in der Gegend suchen zu dürfen. La Croce Rossa Internazionale si è limitata a telefonare all'esercito e a chiedere: c'è un cadavere vicino al confine? Das Internationale Rote Kreuz hat sich darauf beschränkt, beim israelischen Heer anzurufen und zu fragen: sag mal, gibt es da irgendeinen Kadaver in der Ecke? Gli ufficiali israeliani hanno detto: no, non c'è nessun cadavere. Und die israelischen Heeresleiter haben dann gesagt: nö, da ist keiner. Così, dopo 52 giorni di vana attesa, hanno contattato noi del International Solidarity Movement. Und nach 52 Tagen vergeblichen Wartens haben sie sich dann an uns gewandt, an das International Solidarity Movement. Con altri amici palestinesi siamo andati ad accompagnare il padre e il fratello a cercare il corpo e lo abbiamo trovato. Und zusammen mit anderen palästinensischen Freunden sind wir dann zusammen mit dem Vater und dem Bruder in dieses Gebiet reingelaufen, um nach dem Körper zu suchen, und wir haben ihn auch gefunden. Quello che vedrete, il video del ritrovamento del cadavere, vi darà una chiara idea di quanto vale la vita e la morte di un palestinese per i soldati israeliani. Was wir jetzt also zu sehen bekommen, zeigt nochmal ziemlich gut, welchen Wert das Leben und Sterben eines Palästinensers für Israel hat. Esattamente come quando venivano bombardati i cortei funebri durante il massacro. Genauso wie auch Trauermärsche während des Massakers beschossen wurden. Pur sapendo dove era il cadavere, perché l'hanno ucciso loro. Und auch genau wissend, dass dort ein Kadaver liegt, weil sie hatten ihn erschossen. Così ci hanno accolto. So haben sie uns damals in Empfang genommen, als wir dort suchten. Das ist der Bruder. Und das hier ist der Vater. Thank you.
Andere auch das so gefordert hätten. Verdammt, dann haben
mobilitazione mondiale dell'opinione pubblica che ha iniziato a boicottare in toto i prodotti sudafricani. Sondern eben aus einer Mobilisierung der Weltöffentlichkeit, die dann begonnen hat, südafrikanische Produkte zu boykottieren. Parlando con alcuni esponenti della società civile palestinese di Gaza, professori, medici. Nachdem ich mich also mit vielen unterhalten habe im Gazastreifen, mit Professoren und Ärzten. Entrambi concordano su un fatto, vale a dire, se si può trovare una cosa positiva, se si può eufemisticamente definire così in un massacro terribile come quello di gennaio. Dann waren sich doch alle darin einig bislang, dass dieses Massaker paradoxerweise auch ein Gutes gebracht hat. È che una parte dell'opinione pubblica mondiale per una volta si è resa conto chi è la vittima e chi è il carnefice. Nämlich das, dass die Weltöffentlichkeit für einen Moment lang begreifen konnte, wer hier eigentlich Täter und wer Opfer ist. Come avvenne nel marzo del 1960 a Sharpeville in Sudafrica. So wie im März 1970 in Sharpeville in Südafrika. Quando furono sterminati 78 sudafricani neri. Als 78 schwarze Südafrikaner hingerichtet worden waren. E l'opinione pubblica mondiale si alzò in piedi e disse basta con l'apartheid. Und die Weltöffentlichkeit eben dann einstimmig gerufen hat, Schluss mit dieser Apartheid. Dopo un massacro come quello di gennaio a Gaza, penso che l'opinione pubblica mondiale sia pronta a dire basta con l'occupazione israeliana in Palestina. Nach einem Ereignis wie diesem Massaker im Januar sollte die Weltöffentlichkeit eigentlich auch bereit sein, genau auch dort zu sagen, Schluss mit dieser Belagerung vom Gaza. E come dicevo, alcuni risultati tangibili si sono già verificati. Und einige gute Effekte oder gute Folgen hat dieser Boykott schon gehabt. Se pensiamo che il 22% degli esportatori israeliani ha dichiarato perdite dopo il massacro di gennaio. 22% der israelischen Exporteure haben nach dem 18. Januar Verluste gemeldet. Se pensiamo che la maggior unione dei commercianti sudafricani ha iniziato a boicottare in toto i prodotti made in Israel. Und die südafrikanische Kaufmannsvereinigung hat beschlossen, komplett alle israelischen Produkte zu boicottieren. Se pensiamo, seguita dalla unione dei maggiori commercianti scozzesi, che ha fatto lo stesso. Gefolgt von den schottischen Kaufleuten, die das im Zug danach auch getan haben. Molte università inglesi non ne vogliono più sapere di invitare professori universitari israeliani. Sehr viele englische Hochschulen und Professoren verzichten mittlerweile darauf, noch israelische Professoren, Gastprofessoren einzuladen. Recentemente il governo norvegese ha iniziato a disinvestire in Israele, un paese che si macchia di crimini di guerra e contro i diritti umani. Und auch Norwegen hat seine Investitionsprogramme in Israel auf Eis gelegt, nachdem sich die israelische Regierung eben mit Menschenrechtsverletzungen befleckt. Nelson Mandela e Desmond Tutu, i leader di quella rivolta pacifista e non violenta che portò alla fine dell'apartheid in Sudafrica. Nelson Mandela und Desmond Tutu, also die Führer der Bewegung, die damals in Südafrika das Apartheid-System zum Stoppen gebracht hat. Ripetono da anni la stessa cosa, vale a dire che l'oppressione israeliana danni dei palestinesi è molto peggio di quello che subivano loro da parte di una cerchia di bianchi razzisti. Die beiden wiederholen seit Jahren, dass der Zustand im Gazastreifen und die Angriffe im Gazastreifen wesentlich schlimmer waren als das, was den Schwarzen von den Weißen in Südafrika angetan worden ist. Qui vorrei ricordarvi il sito internet di riferimento. Wir haben hier auch Internetseiten eingeblendet. bds.movement.net. Die zweite von unten ist bdsmovement.net. BDS come boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. BDS steht für Boykott, Rückzug der Investitionen und
con sanzioni. Un numero 729. Il numero? 729. Ah, di numero 729. Che sono le prime tre cifre dei codici a barre dei prodotti medici. Das sind die ersten drei Ziffern des Barcodes auf den Produktbezeichnungen, die darauf hinweisen, dass etwas aus Israel kommt. Hier, diese Barcodes kennt man ja. 729. Le stesse organizzazioni non governative che operano in Palestina, la società civile palestinese, oltre a questo, vi invitano a questa marcia organizzata per fine anno a Gaza. Und die Organisationen in Palestina, die sich für die Sache einsetzen, laden euch alle ein, am Ende Dezember an einem Friedensmarsch, Freiheitsmarsch teilzunehmen. Una marcia che ha come obiettivo portare quante più persone possibili in Egitto. Dieser Marsch hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Personen zu dem Zeitpunkt in Ägypten anzusammeln. Aprire il valico di Rafa. Dann den Grenzübergang in Rafa zu öffnen. E sfilare fino all'alto confine e sfondare Erez. Und dann den gesamten Gazastreifen zu durchwandern und in Erez den anderen Grenzübergang zu öffnen. Si aprirebbe Gaza, si romperebbe l'assedio, come abbiamo fatto un po' noi attivisti che siamo arrivati con le navi del Gaza Movement. So könnte man, zumindest symbolisch, den Belagerungszustand durchbrechen, so wie wir es auch getan haben mit dem Schiff im Gaza-Hafen. Si potrebbero molti di quegli aiuti umanitari che Israele vieta. Man könnte so auch sehr viele humanitäre Hilfsgüter einführen ins Land, deren Einfuhr Israel nach wie vor verbietet. Amici di Genova in Italia vogliono portare un centinaio di protesi. Freunde aus Genua wollen zum Beispiel per i mutilati, dal massacro, Prothesen mitbringen für die amputierten, also die amputierten Verletzten. Oltre a questo, questa marcia ovviamente ha un po' l'utilità di riportare Gaza nelle prime pagine dei giornali, laddove dovrebbe essere sempre, e purtroppo non c'è. Und natürlich hat dieser Marsch auch den Sinn, Gaza dorthin zu bringen, wo es eigentlich ständig sein sollte, nämlich auf die Titelseiten der Tageszeitung. Se qualcuno non ha fatto progetti per fine anno, il sito internet di riferimento è gazafreedommarch.com. Wenn also jemand am Jahresende noch nichts Dringendes vorhat, sind alle herzlich eingeladen, sich in Rafa auf der ägyptischen Seite zu treffen. Das wird bestimmt sehr interessant, da kommen bestimmt auch sehr interessante Menschen hin. Und es wird im Übrigen auch ein relativ ungefährliches Unterfangen werden. Wir werden sich nicht trauen zu schießen.